Hallo und herzlich willkommen in Brüssel. Hier und in Straßburg tagt das Europäische Parlament. Hier werden viele Einzelthemen erörtert und Beschlüsse gefasst, die das Leben der Menschen spürbar verbessern. Vom kostenlosen Telefonieren im EU-Ausland über die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten im Ausland, Stichwort Erasmus, bis hin zu mehr Sicherheit beim elektronischen Zahlungsverkehr. Und es geht um Schicksalsfragen. Krieg und Frieden in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, Migrationsströme, Handelsstreit. Europa wird herausgefordert, nicht nur durch den US-Präsidenten Trump und den russischen Präsidenten Putin. Wir stehen vor Herausforderungen, die kein Land alleine bewältigen kann. Je globaler unsere Welt wird, desto wichtiger ist der Zusammenhalt in Europa. Europa braucht eine starke europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Wir wollen ein wehrhaftes Europa, das auch in globalen Handelsfragen mithält. Im Europäischen Parlament wird die Idee von einem starken Europa mit konkreten Inhalten gefüllt. Selbstverständlich haben die europäischen Mitgliedstaaten unterschiedliche Interessen, Standpunkte und Prioritäten. Zudem entsendet jedes Land Vertreter unterschiedlicher Parteien. So entsteht ein Mix aus Nationalitäten und Meinungen. Die Abgeordneten mit ähnlichen politischen Ansichten schließen sich zu Fraktionen zusammen. Die größte ist die Fraktion der Europäischen Volkspartei, kurz EVP-Fraktion. Ihr gehören Abgeordnete aus allen EU-Mitgliedstaaten an. Die CDU-CSU-Europaabgeordneten bilden die stärkste Gruppe in der EVP-Fraktion und im Europäischen Parlament. In der CDU-CSU-Gruppe gibt es Experten für alle politischen Bereiche. Zum Beispiel für Finanzen, Wirtschaft, Umwelt, Landwirtschaft, Sicherheit, Digitalisierung, Bildung und Soziales. Die CDU-CSU-Abgeordneten wissen, nur gemeinsam kann man etwas bewegen. Das gilt für ihre Gruppe, für die EVP-Fraktion, für Deutschland und für Europa. Bei ihrer Arbeit lassen sich die Abgeordneten von gemeinsamen Grundsätzen leiten. Sie setzen sich für ein geeintes und offenes Europa der Werte ein, das allen Bürgern Sicherheit garantiert und ein friedliches Zusammenleben ermöglicht. Die CDU-CSU-Abgeordneten fühlen sich dem Schutz des Lebens und der Bewahrung der Schöpfung verpflichtet. Sie möchten die Regionen stärken und kulturelle Unterschiede bewahren. Nationale Identität und Heimat sowie europäische Integration sind zwei Seiten derselben Medaille. Zugleich wollen sie die Wirtschaft stärken, um den Wohlstand zu sichern und auch um Bildung, Infrastrukturprojekte, Forschung und Fortschritt finanzieren zu können. Ein funktionierender Binnenmarkt, eine starke europäische Währung, 70 Jahre Frieden und Freiheit. Es wurde schon viel erreicht. Daran ist die CDU-CSU-Gruppe maßgeblich beteiligt. Aber die Welt steht nicht still. Und ein starkes und sicheres Europa ist immer das Ergebnis fortandauernder Arbeit. Die Erfolge der vergangenen Jahre geben uns recht. Packen wir es an. Im Interesse Deutschlands und Europas.